will ein Haul-Video drehen, aber ich habe mir die Sachen quasi für meinen Geburtstag als Geschenk für mich selbst gekauft. Klingt ein bisschen dämlich, aber sei es drum. Ich war beim Rituals, beim Half Press, beim Bath & Body Works und beim Douglas und will euch die Sachen ganz schnell zeigen, weil ich glaube, dass mein Freund bald wieder kommt und ich kann irgendwie nicht Videos drehen, wenn er da ist. Ich weiß nicht wieso, aber das ist echt irgendwie komisch. Fangen wir mit dem Half Press an. Da bin ich auch ganz schnell durch. Es sind nur 3 T-Shirts, 2-mal ist es dasselbe. Ich habe mir einmal so ein weißes T-Shirt gekauft. Eigentlich bin ich nicht so die, die weiß gerne trägt, aber ich fand, das hat nicht so scheiße an mir ausgeschaut. Und ich fand das so süß mit den Händen und mit den Herzen. Es hat nicht mehr viel gekostet, es war um 6,99 €, also fand ich das vollkommen okay. Werde ich auch jetzt endlich in die Wäsche geben. Und 2-mal habe ich mir dann noch von, ich kenne die Marke nicht, vielleicht kennt ihr die, aber ich kenne die nicht, von der Marke da, 2-mal so T-Shirts mit Lippenstiften gekauft. Ich wollte immer schon so ein T-Shirt haben und habe es mir gleich 2-mal mitgenommen. Ich war nämlich auf einem Panic at the Disco Konzert mit einer Freundin und da war die Vorgruppe Fletcher. Ich habe sie vorher noch nicht gekannt, aber ich fand sie eigentlich sympathisch, auch von der Musik her. Da habe ich mir dann ein T-Shirt von ihr gekauft, wo drauf steht, I'm the only bitch I need. Und ich habe mir das T-Shirt kaputt gemacht und ich habe geglaubt, ich kriege einen Heulanfall. Wie ein kleines Kind. Aber das fand ich so beschissen, ich habe mich so geärgert, weil das war nicht gerade günstig, das T-Shirt. Aber ja, was will man machen? Als nächstes kommt Douglas. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen eskaliert. Die hatten einen Sale aufgebaut. Und hatten dann, ich erschrecke mich immer, dass da oben ein Viech ist, aber das ist irgendwas anderes und ich weiß nicht, was das ist. Die hatten einen Sale aufgebaut beim Douglas und in Aktion gab es gerade aktuell den Moschino. Ja. Der hat nur noch 22,95 € gekostet und ich habe mir gedacht, okay, ich habe ja eh so wenig, ne? Gönn dir den mal zum Geburtstag. Ich habe ja vor kurzem den als Probe aufgebaut und habe euch gesagt, ich mag den unbedingt haben, habe ihn mir aber nie kaufen wollen und jetzt habe ich ihn mir doch gekauft. Aber ich habe eh ein paar Düfte auch aussortiert, also ist es, glaube ich, noch okay. Dann habe ich mir von Biotherm das Anti-Pollution Gesichtswasser gekauft, was ich ja extrem liebe, was aber bei uns einfach nicht reduziert wird. Und ich bin zu geizig, mir es zu kaufen, eh dämlich. Beim Douglas habe ich jetzt irgendwas mit 20 €, glaube ich, dafür bezahlt, glaube ich. Bin mir aber nicht ganz zu 100% sicher. Das ist aus dieser Skin Oxygen Reihe. Wisst ihr, ich liebe das, aber das geht ja eigentlich aus dem Sortiment. Dann habe ich mir auch einen Pinsel gekauft. Von Isadora diesmal. Der war auch reduziert. Ich habe mir gedacht, warum nicht? Wollte ich mir mal gönnen. Und dann habe ich was mir gekauft. Man kann es nicht erkennen, ich habe mich voll blendet jetzt. Von Bronze Goodies Azur. Von Estee Lauder. Eine Lidschattenpalette. Wenn ihr dazu ein Video haben wollt, ich kann euch gerne dazu ein Video machen. Ich will aber sowieso auch ein Video damit drehen. Die Palette schaut so aus. Schaut das nicht aus wie was von Sailor Moon? Ich fand das so geil, die Verpackung. Es haben leider Leute mit dem Finger reingetatscht, aber ich wollte die trotzdem unbedingt haben. Es ist nicht so schlimm, man sieht es, aber es ist nicht so schlimm. So sieht die Palette aus. Man sieht auch genau, wo die da reingetatscht haben, aber ich fand die so mega geil, die Palette. Die war reduziert. Die hat vorher, man kann das so schlecht lesen, 56,95 € kostet und sie haben sie auf 40 € reduziert. Und da habe ich mir gedacht, okay, als Geburtstagsgeschenk, da ist auch so ein schöner, mega geiler Grünton drinnen. Den habt ihr da oben in der Ecke. Finde ich mega. Also die ist wirklich schön. Und wenn ihr einen Look dazu haben wollt, ich meine, ich habe sowieso vor, einen damit zu schminken, aber ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Weil die finde ich wirklich schön, die Palette. Die ist wirklich, wirklich nicht schlecht. Weil es ja nicht genug Schminke ist, habe ich mir noch was gekauft. Weil ich mir so gedacht habe, okay, wenn ich mal Geburtstag habe, dann gönne ich mir auch Sachen, die ich mir nicht mehr kaufen wollen würde, weil ich die ja eh in 100er Ausführung habe. Und der Douglas, da wo ich war, die hatten die Stila-Produkte reduziert und ich wollte schon immer was von Stila ausprobieren, habe aber die Liquid-Lidschatten komplett ignoriert, weil die Freundin von mir jedes Mal Fotos schickt, dass die Stila Liquid Eyeshadows bei ihr austrocknen. Und deswegen habe ich mir gedacht, na, dann nehme ich nicht einmal reduziert einen mit. Aber ich habe mir einen Creme Blush gekauft. Ihr wisst ja, ich bin ein Creme Blush Junkie. Die Verpackung ist mega schön. Schaut so aus. Und das Blush
Schaut so aus. Man kann es auch auf den Lippen verwenden, aber das werde ich natürlich nicht machen, weil ich bin nicht so der Fan davon. Aber als Rouge finde ich es sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Kommt dann gleich in meine Schminksammlung. Ich freue mich eh schon, die Sachen wegzuräumen. Das wird was, ich sag's euch. Das wird was. Aber es ist Gott sei Dank erst 9 und ich habe morgen frei. Also ist nicht so schlimm. Dann habe ich mir noch 3 Sachen gekauft, die was auch nicht unbedingt notwendig gewesen wären. Einmal habe ich mir von Estée Lauder einen transparenten Lipgloss gekauft. Ich wollte den unbedingt haben. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ich wollte den einfach unbedingt haben. Ihr kennt mich. Das war einfach Impulskauf, glaube ich, beim Douglas. Und für das, dass ich so viel gekauft habe, ich glaube, ich habe fast 200 Euro dort lassen, haben sie mir wirklich wenig Proben gegeben und ich werde mir die Rechnung aufheben. Vielleicht schaffe ich es mal wieder dorthin. Schauen wir mal. Ich habe mir von Yves Saint Laurent so einen Highlighter-Stick gekauft und die Farbe ist mega schön. Schaut so aus. Das ist eher so ein Rosé-Ton. Ich bin schon sehr gespannt, wie der dann ist. Also ich kann gerne so ein First Try mit Douglas Sachen machen, wenn ihr das sehen wollt, weil das geht sich eigentlich komplett aus, wenn ich damit einen Look mache. Ich habe nämlich noch von Guerlain mir was gekauft. Also ein Schimmer Highlighter. Der schaut so aus. Ich zeige ihn euch jetzt nur mal so. Ich werde ihn noch nicht aufmachen. Wenn ihr ein Video sehen wollt, könnt ihr gerne mal danach, also in den Kommentaren schreiben. Ich finde den nämlich wunderschön. Man sieht halt nicht viel, weil das halt eine silberne Verpackung hat, aber finde ich nice. Will ich probieren. Da haben wir die sündhaft teure Rechnung. Die legen wir gleich auf die Seite. Ich habe wirklich nicht viele Proben bekommen und der Lippenstift ist dazu geschummelt, weil den hat mir die Freundin dazu gegeben, weil sie halt solche Farben nicht trägt. Und das war von Yves Saint Laurent einer, das ist so ein Rot. Ich finde ihn schön, aber für sie ist der halt nichts. Aber jetzt habe ich einen zweiten Mini, ich habe den rosanen und jetzt habe ich den auch. Die Paradox-Probe war nämlich dabei, da hatte ich so einen Gutschein. Warum sind überall meine Haare? Kann man das einmal erklären? Die Paradox-Probe hatte ich sowieso dabei, weil ich hatte so einen Gutschein, den ich einlösen konnte. Dann haben sie mir nur 2 quasi dazugegeben. Einmal die My Way Duftprobe von dem Parfum, was ich nicht so geil finde. Und einmal, den finde ich sehr interessant, von Guerlain Duft, dieser Mandarine. Den finde ich wirklich interessant. Den haben wir auch dort probiert, die Freundin und ich, und der ist echt nicht schlecht. So, das war's mit Douglas. Jetzt kommen wir mal zu Rituals. Ich war böse und habe mir ein Set gekauft. Ich hoffe, ich kriege das auf. Das war eigentlich noch schöner einpackt, aber ich habe das Video schon mal versucht zu drehen. Ich habe dasselbe Problem wie letztens in dem Video. Den Karton kriegt man wirklich schwer auf. So schön er auch ist, man kriegt den echt schwer auf. Ich habe mir ein Set gekauft von Rituals. Ich wollte mir eigentlich nur den Raumspray zum Geburtstag schenken. Mir selber natürlich. Weil ich mir gedacht habe, so, ich habe noch den grünen und den rosanen den kleinen und habe jetzt noch so viele von Primavera, also müsste ich eigentlich nichts kaufen. Und ich war böse und habe beim Bath & Body Works auch noch Raumsprays gekauft, aber die zeige ich euch gleich. Und ich konnte aber nicht anders und habe mir von Ritual of Mare ein Set gekauft, weil da war der Duschschaum dabei, die Bodycreme ist dabei, das Peeling und mein heißgeliebter Raumspray. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ist egal, gönn dir das mal und dann hat sich das auch erledigt. Aber es war natürlich nicht alles. Ich muss sagen, ich habe wirklich übertrieben zu meinem Geburtstag. Aber ich habe eine Handcreme dazu geschenkt bekommen. Die werde ich aber auf die Seite legen. Für den Geburtstag oder so, weil ich habe eh genug Handcremen. Ich muss mal schauen, dass ich welche verbrauche. Ich habe so viel Handcreme und weiß nicht wohin damit. Das ist echt nicht normal. Ich habe mir noch 3 Duschschäume gekauft. Einmal den Good Future Fortuna oder wie immer man den aussprechen mag. Ich habe mir den jetzt doch gekauft. Mal schauen, wie ich ihn finde. Er ist sowieso limitiert, den gibt es eh nicht mehr. Also zumindest, wenn man Glück hat, kriegt man den noch. Und den Love habe ich mir noch 2-mal gekauft. Was auch gut ist, weil meiner geht bald aus. Und ich mag den. Ich mag den wirklich sehr gern. Ich finde den wirklich gut. Ich weiß nicht, warum das eine Winter Limited Edition war, weil ich finde, der passt perfekt in den Frühling. Aber kommen wir zu Bath & Body Works. Und da habe ich ein bisschen übertrieben. Ich meine, ich habe bei allen Sachen ein bisschen übertrieben, aber da bin ich echt eskaliert. Eigentlich war die Rede davon, nur eine Kerze zu kaufen, aber ja, es gab dann so eine Aktion. Oh ja, die kleineren Kerzen gab es günstiger. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, damit mir keine runterfetzt. Die mittleren Kerzen gab es günstiger. Das war die Champagne Toast. Da gibt es sogar ein Handdesinfektionsgel, habe ich aber bis jetzt noch nicht gesehen.
Die riecht mega geil, die Kerze. Mega geil. So schaut sie aus. Habe ich mir einmal gekauft. Dann habe ich die Coconut Vetiver mir gekauft. Die Freundin von mir war nämlich die ganze Zeit bei den Kerzen und hat sie mir dann gezeigt und ich habe mich nicht anders entscheiden können und musste die einfach mitnehmen. Boah. Die ist aber eher was für den Sommer. Ich weiß, ich zünde jetzt nicht so oft im Sommer Kerzen an, aber wird schon werden. Die ist eher noch so jetzt so passend zu der Jahreszeit, würde ich sagen, wenn es auch relativ kalt draußen ist. Die Coffee und Tonka. Ich weiß nicht, ob die im Sortiment bleiben, aber ich glaube, die sind limitiert. Boah. Meine Fresse. Ich liebe ja Kaffee. Ich könnte mich in Kaffee reinlegen. Und die riecht wie so ein Kaffeekuchen oder so. Einfach mega geil. Ich habe mich so verliebt in die Kerze. Dann habe ich mir noch zwei Schäume gekauft. Also Handseifen. Jetzt habe ich den Faden verloren. Einmal die Kitchen Lemon. Ich habe aber sehr lang gebraucht, um mich da ein bisschen anzufreunden, welche ich jetzt haben will. Und die Crisp Morning Air. Die zwei habe ich mir gekauft. Die würde besser in mein Badezimmer passen, aber egal. Und ich habe nachgefragt, mir hat das aber schon mal jemand unter das Video geschrieben, dass mit den Kerzen, dass sie nicht komplett abbrennen, ist normal. Ich habe jetzt gerade versucht, kochendes Wasser in die Bath & Body Works Kerze zu geben, aber bis jetzt hat sich nicht so viel getan. Und die Schäume sind nicht nachfüllbar, leider. Ich war böse und habe mir noch, wie gesagt, zwei Raumspray auch von Bath & Body Works gekauft. Die schauen so aus. Dieser schwarze, dieser Into the Night, ist mein absoluter Lieblingsduft. Ich weiß nicht, ob ich... der sprüht ja mega. Mal richtig... jetzt. Oh, ich liebe den. Ich glaube, ich werde den bald verwenden. Boah, der erinnert mich an irgendwas von früher. Ich weiß, ich sage das in letzter Zeit ziemlich oft, aber der erinnert mich an irgendwas von früher und ich liebe diesen Duft. Vielleicht kaufe ich mir den noch ein paar Mal. Ich muss aber fragen, ob es den vielleicht in groß auch gibt, weil so klein ist ein bisschen fies. Dann habe ich noch den Endless Weekend Raumspray. Aber mein Favorit ist dieses Into the Night, da habe ich auch das Duschgel mir gekauft und ich glaube, dass das leider limitiert ist. Ich glaub's. Ich hoffe es mal nicht, aber ich glaub's. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das nicht aufgebaut vorne gesehen habe oder doch. Ich glaube, ich muss wieder ins Donut-Zentrum, weil dann will ich mir die komplette Serie davon kaufen. Ich weiß, ich habe erst vor kurzem die Sammlungsvideos abgedreht, aber ich will das unbedingt haben in groß. Ich kann nicht anders, ich brauche das in groß. Wir gehen das auf. Hallo? Das riecht so geil. Ich glaube, da gibt es auch ein Bodyspray. Und ich muss unbedingt zum Bath & Body Works. Jetzt vibriert mein Handy und ich kann es nicht finden. Und weg ist es. Toll, ich lieb's. Deswegen habe ich mir auch das Japanese Cherry Blossom Duschgel noch gekauft. Also, ich kenne nichts, was dort nicht gut riecht. Das ist ein Wahnsinn. Das ist echt ein Wahnsinn. Ich war auch kurz davor, mir die Bodylotion von dem zu kaufen, aber ich habe es dann nicht gemacht. Aber das Into the Night, das ist mega geil. Ich finde, das riecht so geil. Ich hoffe, das gibt es noch. Ich muss dorthin. Ich muss dorthin unbedingt. Dann habe ich mir noch ein paar Handdesinfektionsgele gekauft. Ups. Und einen Hund, der leuchten kann. Wenn man nämlich das Handdesinfektionsgel dann da reingibt. Das hat mir der Verkäufer gezeigt. Und dann, na, da drauf drückt, dann, ich meine, man sieht es jetzt nicht so, aber dann leuchtet das. Oh ja, man kann es schon ein bisschen erkennen, oder? Hä? Oh ja, man sieht es. Ich weiß, ich bin so gestört. Ich habe auch dieses Weihnachtliche, aber das passt jetzt natürlich nicht. Das passt nur zu Weihnachten und deswegen wollte ich unbedingt, ihr wisst ja, ich liebe Hunde und deswegen wollte ich das unbedingt haben. Boah, das ist jetzt so geil von dem Raumspray. Okay, ganz schnell, damit mein Freund in die Wohnung zurück kann. Ich habe noch Handdesinfektionsgele gekauft. Natürlich das Into the Night Handdesinfektionsgel. Das musste natürlich sein und ich muss mir Duschgel und Bodylotion in groß kaufen. Und den Bodyspray vielleicht auch. Dann habe ich mir noch Mahagoni Coconut, das riecht auch geil. Ich habe dort die ganzen Tester verwendet, das riecht auch mega geil. Strawberry Kiwi. Sunshine and Lemons, das riecht auch mega. Und als letztes, das habe ich mir sogar auch gekauft, das Dream Bright.
was auch nicht so schlecht ist. Ich will mir unbedingt noch von diesen Into the Night noch ein paar Sachen kaufen, besonders den Raumspray. Also, ich lieb's. Ich liebe es. Ich muss mir das bunkern. Ich muss mir das bunkern, bevor es aus dem Sortiment geht. Ich weiß, ich bin dämlich. Schreibt mir mal in den Kommentaren, ob ihr auch schon mal beim Parfait Body Works wart, wenn ihr in Wien lebt, weil ich weiß, in Deutschland gibt es ja nicht, aber in Wien, Gott sei Dank, mal haben wir was, was sonst keiner hat und das finde ich auch schön. Aber ich liebe die Parfait Body Works Sachen. Ich habe zwar noch nicht viel verwendet, aber ich habe die Desinfektionsgele verwendet, die Seife habe ich verwendet und die waren echt gut, die Sachen. Und die Kerzen habe ich auch schon benutzt. Also ich bin sehr, sehr, sehr begeistert von dem Laden und ich muss unbedingt wieder hin und muss mir die Into the Night in groß kaufen. Das Duschgel macht mich fertig. Ich will die ganze Zeit so riechen. Ich muss mir das unbedingt in groß kaufen. Vielleicht werde ich das auch mal benutzen, jetzt da. Ich kann nicht aufhören, dran zu riechen. Ich werde mir das auf jeden Fall in meine Dusche stellen. Ich hoffe, ich habe noch Platz und werde das verwenden. Ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt es mir mal in den Kommentaren, ob ihr schon mal beim Parfum Body Works was bestellt habt oder ob ihr schon mal in den Laden wart. Das würde mich wirklich interessieren und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!